Drei Eigenschaften, die Frauen an einem Mann lieben. Das sind Eigenschaften, die, wenn du sie verkörperst, du merkst, Frauen haben viel mehr Interesse an dir. Frauen wollen eine Beziehung mit dir. Vor allem deine Herzensdame will eine Beziehung mit dir und du landest nicht immer nur in der Freundschaftszone. Frauen wollen auch mal auf ein zweites, drittes, viertes Date mit dir gehen. Oder wenn du eine Beziehung eingehst mit einer Frau, wird in den ersten Monaten ihre Anziehung für dich viel, viel stärker. Die Verliebtheitsgefühle für euch beide werden viel, viel stärker. Letztens hat ein Kunde, der jetzt übers Coaching bei mir eine Freundin gefunden hat, mir auch erzählt, dass seine Freundin zu ihm gesagt hat, nach ein paar Monaten der Beziehung, dass sie sich keinen besseren Partner hätte wünschen können als ihm. Also wenn sie sich hätte einen Partner zusammenbauen können, dann wäre er genauso wie der Kunde, von dem ich jetzt gerade spreche. Und das liegt zum einen daran, dass die beiden natürlich sehr gut zusammenpassen, aber zum anderen auch, weil der Kunde eben diese drei Eigenschaften verkörpert, die ich jedem Coaching-Teilnehmer mitgebe, weil sie immens wichtig sind. Und wir fangen mal direkt mit dem ersten an. Und die erste Eigenschaft ist, dass du ein großes Herz hast und dicke Eier. Und ich erkläre das, was ich damit meine. Was meine ich mit großem Herzen? Was Frauen wollen, ist einen netten, großzügigen Mann, der einfach Gutes im Sinne hat, mit dem sie eine gute Zeit haben, der das Beste für andere Menschen will und der einfach wirklich eine zuverlässige Person ist, ein großes Herz hat. Und das ist erstmal gut. Und wenn du das hast, wunderbar. Manche Männer sagen, Frauen wollen irgendwie einen eiskalten Macho-Playboy irgendwas. Nein, Frauen wollen erstmal gutherzige Männer. Das heißt, wenn du dich, und zu diesem großen Herzen gehört auch, dich auf eine Frau emotional einlassen zu können, wenn du eine Beziehung mit einer Frau eingehst, wirklich auch ihr den Raum in deinem, ich sag mal, Herzen auch geben zu können, dass sie deine Nummer eins ist, dass sie das auch spüren kann, dass du sie gut behandelst. Immens wichtig. Und jetzt kommt aber der zweite Punkt, die dicken Eier. Auf der anderen Seite, zeitgleich, darfst du aber immer auch noch dein Rückgrat behalten, zu dir als Mann stehen, deinen Mann stehen können, die Eier haben auch mal deine Meinung zu sagen, anecken zu können, wenn du einfach das Bedürfnis hast, mal der Frau zu widersprechen und dich selbst quasi nicht zu verlieren bei der ganzen Sache. Und diese Kombo ist für viele Männer schwer. Weil wie gesagt, auf der einen Seite, lass dich auf eine Frau ein, emotional. Die Gefühle von Verliebtheit, von Verbundenheit, die sind wunderschön und sind die, die das Leben lebenswert machen. Da gibt es auch andere schöne, aber das sind mit einer der schönsten. Die wollen wir zulassen. Dafür brauchst du ein großes Herz. Aber viele Männer, die das zulassen, die werden weich. Und auch das ist gut, weil du musst in einem gewissen Grad weich sein, um eine Beziehung führen zu können. Ist auch witzig, wenn Männer eine Beziehung führen, dann werden zum Beispiel ihre Frauenhormone, sowas wie Prolaktin, werden automatisch höher. Einfach weil Verbundenheit und Liebe und kuschelig und alles das herrscht. Und das ist gut, wunderbar. Bei vielen Männern fällt es dann schwer, während dieser Weichheit gleichzeitig immer noch in der Lage zu sein, ihr Rückgrat zu behalten und nicht komplett zu verweichlichen, nicht komplett einzuknicken, nicht alles mit sich machen zu lassen. Und die Frau braucht beides. Und eigentlich brauchst du auch beides von einer Frau, aber wir sind jetzt hier bei deiner Situation. Die Frau braucht beides von dir, dass du sowohl dich emotional auf sie einlassen kannst, über persönliche Themen mit ihr reden kannst, zeigen kannst, dass du einfach wirklich ein netter Mensch bist. Auf der anderen Seite will sie keinen Nice Guy, einen Typen, der quasi einfach nur nett ist, weil er Angst hat, mal anzuecken, Angst hat, seine Meinung zu sagen. Wenn du quasi ein netter Mensch bist, aber immer in den Momenten, wo du merkst, es ist wichtig, auch mal dominant zu sein, auch mal hart zu sein, auch mal klar zu sein, es sein kannst, dann bist du die perfekte Kombi für Frauen, weil Frauen haben das sehr, sehr selten. Sie haben oft die weichgespülten Nice Guys oder sie haben oft die harten Macho-Arschlöcher. Und keiner, der beides verkörpert. Deswegen landen die Nice Guys immer in der Freundschaftszone und sie tendieren dann eher teilweise auch zu den harten Macho-Arschlöchern, weil sie zumindest eine gewisse Männlichkeit und Kantigkeit an den Tag legen. Aber auch mit diesen Männern wird keine Frau langfristig glücklich, weil da eben halt auch der großherzige Teil halt fehlt. Wenn du beides hast, wunderbar. Eigenschaft Nummer 1. Jetzt kommen wir zur Eigenschaft Nummer 2. Und das ist Schamlosigkeit. Immens wichtig. Was ist Schamlosigkeit? Fangen wir mal anders an. Was ist Scham? Scham ist ein Gefühl. Scham ist das Gefühl, das du hast, wenn du das Gefühl hast, dass mit dir irgendwas nicht stimmen würde. Dass irgendwas an dir falsch oder komisch ist. Zum Beispiel irgendein Hobby, was du hast, irgendeine Ansicht, die du hast, irgendein charakterlicher oder optischer Makel, den du hast, komisch oder schlecht ist. Das heißt, du und jeder Mensch empfindet Scham. Wir haben Scham auf so vielen Ebenen unserer Existenz, findet Scham statt. Und du hast bei gewissen Dingen das Gefühl, und Scham hemmt halt auch, weil wenn man das Gefühl hat, hey, gewisse Seiten von mir sind schlecht oder bin ich ein schlechterer oder weniger wertiger Mensch, dann bist du ja automatisch gehemmter, hältst dich auch zurück. Und Scham hemmt. Und jetzt ist es so, Frauen würden jetzt nicht, also für Frauen ist es ein
ist Schamlosigkeit nur auf unbewusster Ebene attraktiv. Und damit meine ich, keine Frau würde, sage ich mal, sagen, oh, er ist so schambehaftet, das finde ich so unattraktiv. Oder oh, er ist so schamlos, das finde ich so attraktiv. So würde eine Frau das niemals ausdrücken und so würde sie auch nicht bewusst drüber denken, aber unbewusst würde sie es tun, weil, und jetzt damit man es auch auf bewusster Ebene verstehen kann, eine gewisse Schamlosigkeit, eben weniger dieses Gefühl zu haben, dass mit dir irgendwas nicht stimmen würde, sondern eher das Gefühl zu haben, dass du okay bist, so wie du bist, das geht ja automatisch einher mit einer immensen Freiheit, die ein Mann ausstrahlt, einer immensen Power, die ein Mann ausstrahlt, einer immensen Selbstsicherheit, die ein Mann ausstrahlt. Also wirklich im Sinne von, ich bin mir meiner selbst sicher, ich bin okay, so wie ich bin, und einer immensen Authentizität, die dieser Mann ausstrahlt, im Sinne von, ich haue halt raus, was ich denke, ich zeige mich so, wie ich bin, weil ich bin okay, so wie ich bin. Aber wenn es halt Teile an dir gibt, die halt schambehaftet sind, kannst du das nicht so gut zeigen. Ich mache mal ein Beispiel. Nummer 1 Schamkiller von Männern ist, sie haben Scham bezüglich ihres eigenen sexuellen Interesses. Sie haben irgendwie das Gefühl, dass wenn sie einer Frau zu offensichtlich oder zu dreist oder zu wild mit einem feurigen Blick ihr einfach mal in die Augen schauen können und zeigen können, dass sie Lust auf diese Frau haben, dass sie dann irgendwie rüberkommen wie so ein Komischer, wie so ein Creep, wie so ein Belästiger, was weiß ich, oder dass die Frau einfach dann dem nicht, das nicht erwidert und sie dann abgelehnt werden und sich dann schlecht fühlen und dann das Gefühl haben, oh nein, ich bin nicht gut genug. Und ich rede gerade so platt darüber, das sind alles sehr, sehr schmerzhafte Gedanken und Gefühle, die man in dem Moment hat, aber das ist Scham. Und die Scham, die Angst, dass man irgendwie schlecht, komisch, falsch etc. sein kann, wenn man irgendwas über sich zeigt und ausdrückt, jetzt in dem Fall sein sexuelles Interesse, das ist das, was dann am Ende dazu führt, dass die Frau gar nichts empfindet bei dir, keine Schmetterlinge im Bauch hat und einfach nur denkt, du bist irgend so ein Nice Guy oder du löst halt nichts in ihr aus, der Funke springt nicht über und du verlierst die Frau. Anderes Beispiel halt auch bei der Scham ist, dass du Scham hast bezüglich der Tatsache, dass du vielleicht gewisse, manche Männer haben, ich habe mal nerdige Hobbys, die habe ich auch, keine Ahnung, ich liebe Animes zum Beispiel, und Männer haben dann, One Piece vor allem, und Männer haben halt dann die Angst, das zu zeigen, das mit einer Frau vielleicht darüber zu sprechen. Und dann gibt es einfach Teile, vor allem die Teile, wo du eigentlich mit deinen Freunden am allerleidenschaftlichsten drüber reden könntest, wo du aber Scham hast, mit einer Frau darüber zu reden. Oder du hast Scham, über die Tatsache zu reden, dass du wenig sexuelle Erfahrung hast oder wenig Erfahrung im Dating. Das war bei mir immense Schamthema. Ich hatte immer das Gefühl, als ich da neu lernen wollte, wie dieses Thema funktioniert mit Frauen. Ich war Jungfrau, ich hatte keine Beziehungserfahrung, ich hatte gar nichts. Immer wenn ich mit Frauen über Sex und Beziehungen geredet habe, hat man gemerkt, okay, ich fühle mich sehr unwohl bei dem ganzen Thema. Ich brauche da lange, um aufzutauen. Und im Umkehrschluss, wenn du aber schamlos bist, ist es egal, ob du viel Erfahrung hast, wenig Erfahrung, ob du viele Freunde hast, wenige Freunde, ob du einen tollen Job hast oder keinen tollen Job, was für Hobbys du hast, etc. Diese ganzen Fakten sind egal. Eine Frau will einfach nur spüren, nimmt sich der Mann an, so wie er ist, ist er schamlos? Oder hat er sehr viel noch das Gefühl, boah, mit mir stimmt was nicht, weil XY. Weil du musst halt verstehen, zwar ist es, ich habe vollkommene Empathie für jeden Menschen, der tiefe Scham empfindet zu gewissen Themen, hat jeder Mensch, ich habe sie sicher auch noch zu voll vielen Sachen, auch wenn ich viel daran arbeite, herauszufinden, wo ich noch Scham habe und das aufzulösen. Aber wenn du sehr viel Scham hast, was jeder Mensch hat, aber wenn du es immens hast, dann Leute wollen nicht so gerne Zeit mit einer Person verbringen, die sehr schambehaftet ist, weil sie einfach sehr gehemmt ist. Und sehr, man das Gefühl hat so, sie zieht sich selbst runter und es zieht halt einen einfach an sich einfach alles so ein bisschen runter. Auf der anderen Seite ist halt jemand, der schamlos ist, unabhängig davon, du kannst arbeitslos sein, keine Erfahrung haben im Dating, die komischsten Hobbys und Ansichten und Interessen haben. Wenn du das alles schamlos rüberbringen kannst, wirklich in dem Sinne von, so und so bin ich, in Klammern, und es gibt kein Problem damit. Dann würdest du zwar auf eine komische, aber auf eine interessante Weise charismatisch sein, auf deine authentische Art. Leute würden es zwar dann interessant finden oder komisch, dass du dann so viele, sag ich mal, vielleicht auch negative Seiten von dir teilst oder so viele negative Aspekte hast, aber die Tatsache, dass du cool damit bist, das finden die Leute dann irgendwie cool. Und genauso ist es dann bei Frauen. Weil du musst auch verstehen, auch Frauen sind immens schambehaftet. Auch Frauen haben sehr oft das Gefühl, dass sie nicht liebenswert wären, nicht gut genug wären, komisch, schlecht wären, weil sie Probleme XY haben. Und jeder Mensch, und deswegen auch Frauen bei einem Mann, lieben es dann halt, aber mit einer Person Zeit zu verbringen, die weniger Scham hat und einfach frei ist. Diese Freiheit, die ist ansteckend. Und jetzt ist es so, für den einen Mann war das jetzt sehr intuitiv zu sagen, okay, ja, ich könnte mal ein bisschen schamlos sein. Für den anderen Mann ist es immens schwer, das loszulassen. Der Mann bräuchte ein gewisses Mentaltraining, gewisse Coaching-Methoden, dass ein kompetenter Coach da auch mal reingeht und da mit Leuten das Thema angeht.
Für meine Coaching-Teilnehmer mache ich genau sowas, weil es ist wichtig, dass wir mal gucken, wo empfindet der Mann Scham, wo fühlt er, hat er das Gefühl, nicht gut genug zu sein oder dass er komisch wäre, mit ihm irgendwas nicht stimmen würde. Weil, wenn der Mann es will, das sind sehr intime Themen. Ich zwinge keinen Mann, diese Arbeit zu machen, aber wenn man es möchte, dann kann man da echt ein bisschen Scham einfach da auch mal dieses Gefühl, schlecht oder komisch oder falsch zu sein, mal so ein bisschen auflockern und auflösen. Das war Eigenschaft Nummer 2. Jetzt komme ich noch zur Eigenschaft Nummer 3, die Frauen einen Mann lieben, und das ist Präsenz. Präsenz bedeutet, du kannst im Hier und Jetzt sein, du kannst im Moment sein, du bist präsent. Das Gegenteil von präsent wäre, du bist viel in deinen Gedanken, du bist sehr verkopft, du bist, während du mit einer Frau redest, denkst du schon über das nächste Gesprächsthema nach, was du ihr sagen könntest. Anstatt bei ihr zu sein, denkst du über nach, wie gucke ich, wie rede ich, stehe ich gut. Du bist quasi viel in deinen Gedanken und vor allem viel bei deinen eigenen Unsicherheiten und was kannst du jetzt noch machen, um irgendwas besser, etc., Gesprächsthema, anstatt wirklich mal wirklich voll und ganz im Geschehen zu sein. Du musst verstehen, quasi deine Aufmerksamkeit, wenn du nicht präsent bist, ist gesplittet, ist geteilt. 50-60-70% ist bei dir und deinen Unsicherheiten, in deinem eigenen Kopf dreht sich das und vielleicht nur 30-40% ist bei der Frau. Und Frauen spüren das. Frauen haben einen sechsten Sinn dafür zu spüren, ob ein Mann präsent ist oder nicht. Und wenn du in der Lage bist, einer Frau deine ungeteilte Aufmerksamkeit zu schenken, macht dich das immens charismatisch. Die absolute Grundlage von Charisma ist Präsenz. Im Moment sein zu können. Vielleicht auch mal die Stille, die da ist, wenn mal weniger geredet wird, einfach auch mal aufsaugen zu können, wahrnehmen zu können. Und Präsenz heißt auch nicht, dass du jetzt verkrampft die Frau angucken musst und sagst, ich bin präsent, ich bin voll und ganz bei dir. Sondern du kannst es auch auf eine entspannte Art und Weise machen. Wenn du präsent bist, dann kannst du einer Person wirklich in die Augen schauen, tief in die Augen schauen, während du mit ihr redest, während du ihr was erzählst. Du kannst ihr wirklich zuhören. Du findest interessantere Gesprächsthemen, weil du bist wirklich da bei der Person. Du bist nicht nur auf dieser einen Dimension mit ihr, okay, über was wird geredet. Du nimmst ihre Körpersprache wahr, du nimmst ihre Unsicherheiten wahr, du nimmst ihre Gestiken und Mimiken wahr. Du kannst viel mehr arbeiten, bekommst viel mehr Informationen, mit denen du dann arbeiten kannst, das Gespräch lustiger, interessanter gestalten kannst. Und viele Männer sind nicht präsent. Erstens, weil das übt man nicht. Zweitens, weil es einfach Faktoren gibt, die einen unpräsent machen. Unsere Aufmerksamkeitsspanne im 21. Jahrhundert ist viel, viel geringer als noch vor 100 Jahren. Grund ist, so Medien wie TikTok oder also diese ganzen Kurzvideos, aber selbst auch, was weiß ich, Videospiele, Netflix-Serien, Co., das sind alles auch sinnvolle Sachen und die haben auch irgendwie Mehrwert, bieten auch sehr viel Entertainment, die genießt man auch, aber früher gab es halt zum Beispiel solche Medien nicht, da gab es höchstens halt ein Buch. Wie oft hast du zum Beispiel einfach aus Langeweile einfach nochmal auf deine Decke gestarrt, weil nichts zu tun ist? Unser Gehirn hat ständig Stimulus, ständig werden Reize gesendet. Und deswegen kann man halt auch reizüberflutet werden. Und deswegen, das merkt man vor allem bei sehr jungen Männern und Frauen heutzutage, diese Leute haben sehr kurze Aufmerksamkeitsspannen. Die können einem nicht länger als 3 Minuten oder 3 Sekunden zuhören. Die können nicht länger als 5 Sekunden Blickkontakt halten, weil 5 Sekunden länger ist als das durchschnittliche TikTok-Video und dann ist die Aufmerksamkeitsspanne schon weg. Das ist der eine Grund, warum wir nicht präsent sind. Der andere Grund ist einfach so, man kann das auch üben, man kann lernen, mehr im Hier und Jetzt zu sein. Und wenn ein Coaching-Teilnehmer das braucht, weil er einfach sehr verkopft ist, dann kann ich ihm halt auch Methoden mitgeben, wie man das lernen kann. Aber wichtig, Präsenz. Sei im Hier und Jetzt, wenn du mit einer Frau redest. Das wird dir immens weiterhelfen. Und auch ihre Anziehung. Das hat auf Frauen eine sehr, ich sag mal, meditative Wirkung fast schon. Wenn ein Mann ruhig und gelassen und im Moment ist, hier und im Hier und Jetzt ist, da fühlen sich Frauen sehr hingezogen. Sie fühlen sich auch sehr sicher dann in deiner Anwesenheit. Und nicht, dass es dann irgendeine Bedrohung gäbe, aber Frauen wollen sich einfach instinktiv, ganz rein biologisch sicher bei einem Mann fühlen. Und da ist auch sehr viel dieses Präsenz. Bist du da? Das sind die Tipps. Ich hoffe, sie haben dir geholfen. 3 Eigenschaften, die Frauen an einem Mann lieben. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Wenn dir das Video gefallen hat, gib den ganzen ein Like, abonniere den Kanal.